Wie versprochen, das Gameplay zum Starterdeck aus Himmelsleuchten. Herzlich willkommen zur Totahan Quest for Lorcana. Salve Illuminatori, ich bin Vladimiro. Ich bin Thorsten. Ja, wie wir schon in unserem Unboxing zum Himmelsleuchten-Set angekündigt haben, das Video könnt ihr auch hier finden. Oder da. wollen wir ja das Gameplay noch zu den Starterdecks machen. Das haben wir ja bis jetzt bei den ganzen Unboxings immer gemacht. Dieses Mal ein wenig verspätet, weil beim letzten Mal haben wir ja unser Livestream gemacht. Genau, welche Decks haben wir denn heute hier? Ja, wir spielen tatsächlich, also beziehungsweise du spielst das Rubin-Amethyst-Deck und ich spiele das Smaragd-Stahl-Deck. Aber noch ein kleiner Disclaimer für all unseren treuen Zuschauer. Dieses Video ist tatsächlich ein Video, was Thorsten und ich oft machen und wir versuchen das immer so darzustellen, dass es mehr für Einsteiger geeignet ist. Bedeutet, wir werden die Spielzüge, also nicht die Spielzüge an sich erklären, aber die Regeln, während wir spielen. Also wenn zum Beispiel zum Herausfordern kommt, zum Mulligan, zum Questen, dann erklären wir das, während wir spielen. Deswegen könnte das ein bisschen langatmiger sein, aber wir finden, dass wir die Community da auf alle Fälle auch abholen müssen, auch für neue Leute, für Neueinsteiger, und deswegen machen wir das auch immer so. Genau, weil wir denken auch, dass die Starterdecks insbesondere für die gut sind, die vielleicht mit dem Spiel gerade erst anfangen möchten, die vielleicht auch noch nie Berührungspunkte mit Trading Card Games hatten. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, oder wir finden es wichtig, dass wir euch damit dann ein wenig abholen und vielleicht auch unterstützen können, ohne dass es gleich frustrierend wird. Yes. Cool. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir an, ne? So, und weiter geht's. Als allererstes mischt man sein Deck. Dann nimmt man Würfel, wie auch immer, ihr könnt auch Schere, Stein, Papier machen, ist vollkommen egal. Wir nehmen immer zwei Würfel und würfeln. In dem Fall hat jetzt Thorsten 6, ich habe 5. Das heißt, Thorsten darf entscheiden, ob er anfangen möchte. Spoiler-Alarm, ja. Anfangen ist immer wichtig, denn der Anfänger hat einen leichten Vorteil. Deswegen, er hat gewonnen, er darf entscheiden, super. So. Genau, dann fange ich an und dann geht es jetzt zum Kartenziehen. Ihr zieht 7 Karten. 7 Karten. So. Jetzt kommen wir zum Mulligan. Wir zeigen mal die Karte kurz offen. Um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, merkt euch eins. Das hier, wo der goldene Wirbel ist, ist eine tintbare Karte. Okay? Das hier, wo nicht der goldene Wirbel um den Kosten ist, ist keine tintbare Karte. Ihr wollt anfangs auf alle Fälle alle nicht tintbaren Karten wegtun und die tintbaren, genau, die nicht tintbaren Karten wegtun und die tintbaren Karten auf der Hand behalten. Denn das sind die, die ihr immer in den Tintenvorrat packen könnt, um das Spiel überhaupt zu spielen. Das bedeutet, gucken wir mal hier, was haben wir denn hier? Wir haben, den brauchen wir nicht, nicht tintbar, tue ich weg. Der Robin Hood, nicht tintbar, tue ich weg. So, jetzt kann man eventuell noch ein bisschen auf die Kurve achten, aber wir wollen nicht zu tief reingehen, denn das ist ja für Anfänger gedacht. Aber das ist doch schon mal gar nicht mal so verkehrt. Die behalte ich jetzt, das heißt, die zwei Karten, die ich jetzt wegtue, die kommen unters Deck und wir ziehen die gleiche Anzahl nochmal nach, die wir jetzt weggemiked haben. Ergo, diese zwei Karten kommen dazu. Und das war's. Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Tja, bei mir sieht es nicht ganz so gut aus. Ich habe 2 untintbare und relativ hohe Werte bei den Karten. 4, 5, 7 und 2. Ich würde jetzt einfach, auch wenn du jetzt eben gesagt hast, nicht tintbar weg, behalte ich den und ich packe die anderen alle weg. Also nehme ich 6 neue Karten. Tschusch. Mutig. Ja. Manchmal muss man das auch machen. Und was habe ich dazu bekommen? 3, 1, 4... 2, 2, 1. Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Das sind jetzt auf jeden Fall die Karten, mit denen wir spielen werden. Top. Das heißt, ihr packt die anderen, die ihr zusammengepackt habt, ins Deck und mischt das Deck. Ganz regulär. Yes. Ich glaube, ich muss mein Deck auch noch mischen. Zack, let's go. Schön ein, zwei Mal durchmischen. Oh. So. Perfekt. Okay, Thorsten, du hast den Würfelwurf gewonnen, deswegen darfst du auch anfangen. Gut. Okay, so. Also, es funktioniert ja so, ihr wollt am besten eine vernünftige Kurve spielen. Das heißt, am besten in der ersten Runde schon direkt was raushauen. Ich packe bei mir die Bibliothek in die Tinte. Man macht das am besten immer so, dass man die Karte, die man gerade ausgespielt hat, mit dem
dann exerte ich sie, also ich erschöpfe sie und spiele dann die Karte, die den Wert entspricht. Und das wäre in diesem Fall für 1, spiele ich Simba mit der Fähigkeit, wenn du diesen Charakter ausspielst, gib einem anderen deinen Charakter deiner Wahl in diesem Zug plus 2. Ich habe jetzt keinen, aber passt schon. Okay. So, dann drehe ich die um und gebe ab. Okay, in diesem Lokana gibt es mehrere Phasen, aber das wichtigste Mantra ist, merkt euch folgendes, Ready, Set, Draw. Ich habe jetzt zwar noch nichts, aber es wird als erstes die Ready-Phase kommen, die wir gleich bei Thorsten sehen werden. Dann kommt die Set-Phase, die erstmal nicht relevant ist, und die Draw-Phase. Mhm. Ich habe es trotzdem laut gesagt, denn obwohl ich Ready und Set nicht habe, kommt jetzt meine Draw-Phase. Ich darf eine Karte ziehen. Genau. Der Spieler anfängt tatsächlich, darf nämlich keine extra Karte ziehen. Genau, der hat im Prinzip nur Ready und Set, wobei im ersten Zug ist ja nichts zu Ready und nichts zu Set. Exakt. So, ich würde als allererstes jetzt hier die Königskarte in die Tinte packen, wie Thorsten das eben auch schon gemacht hat. Wir sehen hier den goldenen Wirbel, das sind unsere Ressourcen, deswegen, das geht einmal pro Zug, ihr dürft nicht mehr essen, denn es gibt Karten, die euch das erlauben, das ist aber für später relevant. So, Königskarte und ich würde tatsächlich nichts ausspielen können, weil ich nichts habe, was 1 kostet. Deswegen, am Ende des Zuges drehe ich meine Karte um. Diese Karten darf man nicht mehr berühren. Einmal, wenn sie hier sind, also umdrehen meine ich, berühren, ja klar, wir müssen ihn tappen. Aber wenn die hier liegen, um. Thorsten, du darfst. So, bei mir das gleiche, ready. Das heißt, ich werde die Karte wieder bereit machen. Set, habe ich nichts. Draw, ich ziehe eine Karte. Genau. So, was habe ich denn? Okay. Ich werde dann den Erdriesen mit Gesicht nach oben in den Tintenvorrat legen. Ich habe jetzt 2 Punkte, die ich dann ausgeben kann. 2 Tinten? Und genau, 2 Tinten, Entschuldigung, ja. Und werde dann für 2, schöpfe ich dann 2, drehe ich um, exerte ich, spiele ich dann Malefiz aus. Guck mal. So, jetzt, weil Vladi sowieso nichts hat, um meinen Charakter entgegenzuspielen, ist es sinnvoll, mit den Charakteren auch Questen zu gehen. Der Simba bekommt dann ein Lore. Das mache ich, indem ich ihn auch exerte, zack, und bekomme dafür dann einen Punkt, ein Lore. Dann drehe ich meine Karte um und die Runde ist wieder beendet und Vladi ist. Genau, und warum sind Lore wichtig? Weil das Spiel darauf hinaus abzielt, dass man 20 Lore-Punkte sammeln muss, um zu gewinnen. Genau. Es geht hier nicht um Lebenspunkte oder so, sondern einfach, man sammelt Punkte, um zu gewinnen. Exakt richtig. Super. Dann bin ich am Zug. Ready. Ich habe nichts zu ready. Set habe ich auch nicht. Draw. Ich ziehe meine Karte. Schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Okay, alles klar. Die ergeben alle keinen Sinn, aber ich glaube, das ist trotzdem mein bester Spielzug. Richtig. Ich würde doch tatsächlich dann versuchen, einmal Robin Hood in die Tinte. Wie wir sehen, ist er tintbar, deswegen kann ich ihn hier hinpacken. Und dann für 2 spiele ich meinen Arthur hier aus. Der hat 2-2 und questet für 2, wie man sehen kann. Der hat 2 Legendenpunkte. Und deswegen spiele ich ihn auch aus. Und mehr kann ich nicht tun. Ich drehe meine Tinte um und gebe zu Thorsten wieder ab. Genau, ich mache das ein bisschen schneller. Ready-Phase, drehe die Karten um. Set, nichts passiert. Draw. Okay. So, ich werde den Nock in die Tinte packen. Spiele dann für 2 Turbo. Oh Mann, du bist ja schnell unterwegs. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch so hinlegen, dass ihr das noch ein bisschen versetzt nach unten, um zu sehen, welche Karte gerade gespielt wurde. Sonst kann man schnell mal durcheinander kommen und dann die Charaktere dann verwechseln. Weil, so, warum ist das so? Was muss ein Charakter machen? Achso, weil der Charakter, wenn er ins Spiel gekommen ist, es gibt Ausnahmen, können nicht sofort agieren. Tatsächlich wäre das bei diesem Charakter sogar egal, weil Turbo hat Rasant. Rasant bedeutet, er kann sogar im selben Zug herausfordern, indem er ausgespielt wird. Mhm. Nicht questen, aber herausfordern. Mhm. Aber das ist, um zu zeigen, Charakter ist gerade ins Spiel, kann ich nur sonst nichts nutzen. Okay, dann werde ich für 1 noch was ausspielen. Simba. Macht jetzt eigentlich auch nicht so viel Sinn, aber ich versuche es einfach mal schnell voranzupreschen. Werde dann... Wie viel Stärke hat dein... 2-2, der ist aber nicht erschöpft. Das heißt... ich weiß, ich wollte ihn auch nicht angreifen, ich wollte nur zur Sicherheit für mich gehen. Weil wenn du questen gehst, ne? Genau. Genau, ja. Weil das muss man so ein bisschen gucken, was der Gegner hat, ob man jedes Mal questet, aber darauf gehen wir jetzt nicht zu sehr ein. Daher werde ich jetzt mit meinen beiden Charakteren, Simba und Malefiz, beide questen gehen, bekomme 3 Lore-Punkte dazu. Okay. Und somit bin ich bei 4.
drehe meine Karte hier um und dann ist Vladi auch schon. Also nur der Vollständigkeit für alle deutschen Spieler, ne? Das ist erkunden zu Deutsch. Aber im Grunde genommen, bei Trading Card Games etabliert sich dann sowieso der, also Anglizismus, der englische Name, und das ist dann Questen. Aber ja, ne, für alle weiteren erkunden, genau. Gut, ready, ich mache meine Tinte bereit. Set, passiert nichts, draw, ich ziehe meine Karte. Dann schauen wir mal, was habe ich denn hier? Okay. Mhm. So, Thorsten hat schon ein sehr großes Feld. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Er kann schon für 5 questen. Also ich muss wahrscheinlich mit meinem Arthur gleich herausfordern. Zeigen wir nämlich, was das auch ist. Ist nur leider doof, weil die Malefiz 2 Stärke und 2 Willenskraft hat. Genauso wie mein Arthur. Das heißt, wenn ich mit meinem Arthur herausfordern würde, würden beide Tint, beide Glimmer, beide Disney Glimmer, so heißt das hier, verbannt werden. Kann ich das irgendwie umgehen? Ich glaube tatsächlich nicht. Schauen wir mal. Nope. Nope, 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 nope. Das bedeutet, was ist das Logischste jetzt? Ich muss natürlich... Non niente la. Das ist irgendwie doof. Aber ich würde diesen Simba in die Titte packen. Der kostet 6. Der ist halt wirklich weit weg, dass ich den überhaupt spielen kann, weil ich jetzt gerade mal mit ihm 3 Tinte habe. Deswegen habe ich den weggepackt. So, dann werde ich auf alle Fälle... Das ist spannend, spannend, spannend. 4-3. Ich habe leider keinen besseren Play tatsächlich. Ich glaube, mein Arthur würde jetzt nämlich die Malefiz herausfordern. Um eine Karte halt zu nutzen, tappt man sie immer. Das habt ihr auch eben bei den Tinten schon gesehen. Also auch wenn ich jetzt Arthur nutzen möchte, ich kann ja meinen Zug entweder erkunden, was Thorsten gemacht hat, oder herausfordern. Und die Herausforderung basiert jetzt darauf, dass man schaut, wo ist es? Da. Genau. Arthur hat 2 Stärke, Malefiz hat 2 Stärke. Die haben beide auch 2 Willenskraft. Das heißt, wenn ich das herausfordere, macht Malefiz mir 2 Schaden und Arthur macht auch Malefiz 2 Schaden. Das bedeutet, die können beide nicht mehr aushalten, weil die Willenskraft 2 beträgt, also sind sie beide verbannt und kommen somit in den Ablagestapel. So, das dazu. Jetzt werde ich einfach mal für 3 spiele ich... Nein, ich habe nichts für 3 tatsächlich. Ich habe nur was für 2. Das heißt, Tinten wieder zurück. Für 2 Tinten spiele ich jetzt Schlafmütz. Der hat Beschützen, ist momentan nicht relevant, weil er nicht erschöpft ist. Und ich gebe wieder ab. Okay, dann wieder ready. Set. Draw. So, was nehme ich denn jetzt? Dann werde ich jetzt Taffeta Muttonfudge, krasser Name, in den Tintenvorrat packen. Und für 4... spiele ich dann Rancis Flaggerbutter. Oh mein Gott. Kostet 4 und hat aber Stärke und Willenskraft von auch 4. Oh Gott, das ist viel. Aber das ist schon ziemlich ordentlich. Wie viel hat er? 4, der hat 0 Stärke und 4 Willenskraft. Mein Schlafmütz, okay. Der schläft halt gleich ein, deswegen. Okay, gut. Ich werde dann mit den anderen 3, werde ich dann questen gehen und bekomme dann 3 Punkte dazu. Dann bist du tatsächlich schon bei 7. Und dann das du. Okay, ready, set, draw, der hätte umgedreht werden müssen. So, okay, ja, eine Runde zu spät, würde ich sagen, mein Freund. Okay, das bringt mir nicht so wirklich irgendwas. Okay, ja, ich glaube, ich habe nicht so wirklich eine andere Wahl, außer... Okay... Ich werde doch tatsächlich jetzt diesen Robin Hood in die Tinte packen und dann spiele ich für 4. Ich glaube, mein Deck hat nicht so starke Charaktere. Ich spiele die Königsgarde. Die hat nur 1 als Stärke und 7 als Willenskraft. Mehr nicht und kostet für 1. Das ist aber schon ziemlich stark. Ja, in der Verteidigung wahrscheinlich. So, okay. Das bedeutet, ich werde jetzt mit Schlafmütz einfach questen gehen, um meinen eigenen ersten Punkt 1 zu sammeln, sag ich mal. Das heißt, der ist dort. Zack. Und ich gebe ab. Okay, dann. Ready, set, draw. Du bist sehr flott unterwegs, mein Freund. Sehr, sehr, sehr flott. 04 war das, ne? Die ganzen Racer, ne? Die ganzen Rennfahrer hast du auch. Ja. Ja, der ist 04, genau. Okay, dann werde ich einfach mit Rancis Flaggerbutter dein
Zwerg angreifen? Ja, Schlafmütz. Ja gut, du machst genau 4 Schaden drauf. Ich habe Willenskraft von 4. Das heißt, das ist genug, um ihn dann zu verbannen. Genau, ich bekomme im Gegensatz keinen Schaden, weil wegen Stärke 0. Weil Schlafmütz am Schlafen ist. Genau, mit den dreien gehe ich dann schon mal questen. Bekomme ich wieder 3, dann bin ich bei 10 Punkten. Das wird eine schnelle Runde, wa? Das wird relativ fix, vielleicht. So, dann werde ich hypnotische Kräfte in den Tintenvorrat legen. Für 4 werde ich dann Vanellope von Schwyz spielen. 3-3, 2 Lore. Rasant, also könnte tatsächlich angreifen, wenn sie wollte. Hätte jetzt aber gegen Schlafmütze eh nicht gereicht. Und hat auch noch die Fähigkeit, wenn du diesen Charakter ausspielst, erhält er bis zu Beginn deines nächsten Zuges wendig. Oh, okay. Habe ich aber jetzt nichts von. Und ich gebe dann ab. Wow. Du, das ist echt schnell, das Deck. Ready, set, draw. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich muss tatsächlich einfach hier ein paar Sachen aufs Board bringen, aber du kannst gleich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legenden einsammeln. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Ich glaube, ich habe nicht irgendwas Schnelles, um hier irgendwas hinzubekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das bringt mir aber alles nicht so wirklich was. Tue. Okay, ich glaube, die Königsgarde würde tatsächlich Turbo herausfordern, sodass die Königsgarde 2 Schaden bekommt durch Turbo. Und ich bekomme 1. Genau, richtig. Das schon mal so. Werden dann durch solche Würfel dann angezeigt. Genau, kann man einfach markieren, wie viel Schaden dann der Charakter hat. Dann für 3 spiele ich Ed, eine Hyäne, die besagt, ist nicht Tintpack, für 3. Wenn du diesen Charakter, ein bisschen da, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einem beschädigten Charakter deiner Wahl 2 Schaden zufügen. Dann würde ich tatsächlich dann Turbo damit 2 Schaden zufügen, damit Turbo dann genug Schaden hat und verbannt ist. So, dann würde ich doch tatsächlich. Kann ich das noch drehen? Okay. Ich würde Hey Hey in die Tinte packen und für 2 spiele ich jetzt noch Robin Hood. Robin Hood für 2-2 sagt Trickschuss. Wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person einen beschädigten Charakter im Spiel hat, sammelst du eine Oh, ich habe es falsch rum gemacht, weil ich den schon verbannt habe. Naja, okay, gut. Hätte ich ihn halt vorher ausgespielt, hätte ich noch eine Legende bekommen, aber ich habe es tatsächlich jetzt gesehen, dass ich es falsch rum gemacht habe. So, dann ist der noch da. Aber mehr kann ich auch tatsächlich nicht machen. Dann darfst auch du. Okay. Da, wieder ready. Set. Draw. Okay, dann werde ich für einen werde ich einen weiteren Simba ausspielen. Oh mein Gott, dieses Simba. Kurz vorgelesen, wenn ich diesen Charakter ausspiele, gib einem Charakter deiner Wahl in diesem Zug plus 2 Stärke. Ja. Praktisch ist jetzt, weil der Charakter, der die Schildwache, wie ist das? Nee. Königsgarde. Ach, Königsgarde, schon angeschlagen ist. Ja. Hat er im Prinzip nur noch 5 übrig. Deshalb packe ich die 2 von Simba auf Rancis. Ja. Flaggerbutter drauf und greife damit dann die. Mit 6 Stärke sozusagen. Genau, korrekt. Das heißt, ich werde dann auf 8 Schaden drauf gehen. Da ich nur 7 aushalte, ist dann meine Königsgarde verbannt. Genau, und ich bekomme dann 1, ne? Ja. Du bekommst 1 zurück, genau, ja. Genau, wunderbar. Und dann werde ich dann einfach mal ganz stumpf mit den anderen 3 Questen gehen für insgesamt 4. Dann 4. Bin ich bei 14. Bist du bei 14. Stark. Und dann darfst du. Okay. Ready, set, draw. Okay. Okay, falsche Werte. So, ich glaube, ich kann gar nicht so viel machen tatsächlich. Okay. In dem Fall musst du aber ein bisschen machen. Ich glaube, tatsächlich würde ich 14, 1, 2, 3, 4. Okay. Das heißt, ich würde jetzt für 5
spiele ich tatsächlich den Heihei als Beschützer. Hat halt 4-5 Werte, questet für 2. Und beschützen bedeutet, dass wenn Thorsten jetzt einer meiner Charaktere herausfordern wollen würde, er immer den herausfordern muss, der beschützen hat und der erschöpft ist. In dem Fall darf man Heihei nämlich auch schon erschöpft ausspielen. Nur weil er beschützen hat. Genau, das ist die Fähigkeit. So, dann bin ich gezwungen tatsächlich mit einem Robin Hood einen deiner Simba herauszufordern. Dann werden die beide verbannt sozusagen. Nicht der, der andere, weil der war ja, der war nicht erschöpft, den durfte ich nicht. Ach so, ja genau. Ja genau, einer von denen. So, Ed macht das gleiche mit den anderen Simba, dann bekomme ich 2 Schaden zurück. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Du darfst. Okay, dann geht es weiter. Ready, set, draw. Mal sehen, was haben wir denn hier? Okay. Ich habe noch eine Karte insgesamt. Mhm. Für 5 spiele ich dann Archimedes. Archimedes, Gestaltwandel ist jetzt uninteressant. Wendig ist dann viel interessanter, weil er kann nur von ebenfalls wendigen Charakteren angegriffen werden. Mhm. So, okay, dann kann ich ja nicht so viel, oder? Werde ich mich verteidigen? Wie viel, was für Werte haben die anderen? Wer denn? Heihei hatte 4-5, ne? Heihei hat 4-5, genau, und Ed hat 2-3. Und schon 2 Schaden drauf. Obwohl, ich glaube, ist mir egal. Ich gehe einfach questen. Ja, das ergibt Sinn. Dann bin ich bei 18. Bei 18. Ah, und dann Archimedes, den kann ich sowieso nicht gleich angreifen. Es sei denn, du ziehst irgendwas Passendes. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Starterdeck ist. Weil, wie gesagt, man darf ja nur erschöpfte Charaktere herausfordern. Und bei Archimedes kommt sogar noch dazu, dass er wendig ist. Also selbst wenn er erschöpft wäre, bräuchte ich einen Charakter, der auch ebenfalls wendig ist, um den überhaupt herausfordern zu dürfen. Genau. Mhm. Aber schön. Wir machen das Spielchen nochmal. Ready, set und draw. Schauen wir mal, was dieses Deck so hat. Gibt's irgendwas? Okay. Mhm. Interessant. Aber ich muss ja irgendwie 2 wegnehmen und den Archimedes kann ich nicht wegnehmen. Das bedeutet, ich würde trotzdem versuchen, das Beste zu machen. Okay. Da ist dann nicht wirklich was. Das heißt, ich würde die Vanellope von Schwyz hat kein Wendig mehr, ne? Das war nur im ersten Zug. Das ist richtig, ja. Okay, dann würde ich mit Heihei tatsächlich 4 Schaden auf die Vanellope von Schwyz machen. Mhm. Dann bekomme ich 3 zurück von Vanellope selbst. So, dann habe ich den 2 Quester schon mal rausgenommen. Das Problem ist, dass ich tatsächlich die anderen Sachen nicht wegbekommen kann. Wann fängt mein Leben an? Wenn der Charakter rausfällt, ziehe eine Karte. Das ist natürlich okay, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwie sowas ein Trick ist. Das ist auch ein Lied, das heißt, das könnte ich sogar singen. Aber ich glaube, ich kann genauso gut einfach mit dem Ed den Simba, beziehungsweise 4-4. Kann ich noch was machen damit? Ja, okay, dann mache ich das so rum, dass ich damit tatsächlich den Simba herausfordere, dann macht Simba mir 2 Schaden, ergo ich habe dann 5 Schaden und deswegen muss dann Ed auch verbannt werden. Und die anderen 2 Charaktere, die du da hast, da kann ich nicht wirklich viel machen. Das bedeutet, ich würde 4-3 einfach sagen, wann fängt mein Leben an? Ist auch ein Lied, das hätte auch gesungen werden können. Ich sage einfach jetzt, dass zum Beispiel dein Archimedes in der nächsten Runde nicht herausfordern kann. Umgekehrt wäre es besser gewesen. Nicht questen kann, wäre natürlich cooler gewesen. Ja. Und ich darf eine Karte ziehen. Dann würde ich den Simba hier in die Tinte packen und würde 4-3 noch den tropischen Regenwald spielen, die mir jetzt gar nichts bringt, weil der besagt, beschädigte gegnerische Charaktere erhalten impulsiv. Also auch das wäre gut gewesen, aber ich hätte die Möglichkeit gebraucht, dich zu beschädigen. Dann hättest du nämlich nicht questen können. Das ist ein Ort, spielen wir auch aus und ich gebe jetzt meinen Zug ab. Okay, gut. So, jetzt ist er im Prinzip ready, set, draw. Ich ziehe einfach eine Karte. Jetzt kann ich einfach auch sagen, komm, ich gehe einfach mit Archimedes Quest für 2. Zack. Bin dann direkt auf den 20 Punkten und das Spiel ist somit dann vorbei. Und das Spiel vorbei. Ist damit vorbei. Glückwunsch, Thorsten, schönes Spiel. Dein Deck ist ziemlich schnell, muss ich sagen. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das dann wäre, weil das grüne Deck kommt jetzt nicht so gut weg. Aber hey, das war einfach nur für uns ein Video, damit ihr sehen könnt, wie die Decks funktionieren. Eventuell habt ihr auch bessere Erfahrungen mit dem grünen Deck. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, dann auf alle Fälle. Ja, ansonsten hoffen wir, euch hat das Spaß gemacht, hier zuzugucken. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt, vielleicht seid ihr auf den Geschmack gekommen, um selbst mal Lokana zu spielen oder vielleicht spielt ihr schon
Trading Card Games und genau. habt überlegt, jetzt mit Locana anzufangen. Genau. Wenn ihr tatsächlich auch das Unboxing dazu sehen wollt, wir hatten, wie schon am Anfang gesagt, einen Livestream gemacht, wo wir halt eine Release-Party gefeiert haben. Da werden unter anderem auch die Starterdecks geunboxed, dann könnt ihr sehen, was da drin ist. Und was wir sonst noch sagen wollten, ist das, was wir sonst auch immer sagen am Ende unseres Videos. Ja, Moment, das machen wir gleich, weil was viele Leute nicht wissen, worauf wir auch schon angesprochen sind, wir sind auch bei Instagram. Also falls ihr Instagram nutzt, könnt ihr auch gerne uns dort ein Abo hinterlassen. Dort posten wir dann auch mehr so ein paar News und ein paar Bilder von uns, während wir bei irgendwelchen Games-Turnieren sind und sonstige Infos. Aber ansonsten, wenn euch das Spiel gefallen hat, dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Genau, comment, like und subscribe. Denn wie ihr wisst, das ist für uns ziemlich wichtig und wir lesen auch gerne eure Kommentare immer. Und wie Thorsten gesagt hat, Instagram ist eine Sache, die wir sonst nicht so oft hier gesagt haben. Folgt uns auch auf Instagram, da gibt es immer mal so Sachen auch aus unserem Privaten, nicht genau halt jetzt nur so wie hier in YouTube, sondern tatsächlich andere Art von Beiträge auch, wo man mal sieht, wie wir Sachen aufbauen von unserem Set oder irgendwie so etwas in der Art, was wir gepult haben in Displayboxen. Genau, dann könnt ihr ein bisschen noch näher dabei sein, was wir so gemacht haben. Genau. Genau. Und bezüglich des Unboxing-Videos, kurzer Spoiler, nehmt euch Zeit. Das sind, glaube ich, 5,5 Stunden. Du meinst also die Release-Party, meinst du? Ja, genau. Die Release-Party vom Unboxing. Genau. Genau. Ja, okay, dann hoffen wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo. Macht's gut.